Guten Tag und willkommen zu einer weiteren Episode von Sapristi. Diesmal wird es eine große Folge. Eine Episode, in der sich Comickunst, historische Umwälzungen und große Fragen der Ethik und moralischer Tragweite begegnen. Ein Biotop, aus dem eines der besten Tim und Struppi-Abenteuer entstanden ist, das 1941 erschienene Le Crabe aux Pinces d'Or, zu Deutsch die Krabbe mit den goldenen Scheren. Ich würde also empfehlen, nochmal auf die Pause-Taste zu drücken und sich vielleicht einen Kaffee oder Tee zu kochen und ein paar Kekse auf einen Teller zu legen. In 1939 befand sich Hergé auf dem Höhepunkt seiner Tatkraft. Er war 33 Jahre alt und spielte mit dem Gedanken, einen eigenen Tintin-Laden in Brüssel zu eröffnen, wo man nicht nur sämtliche Bände kaufen konnte, sondern eben auch Merchandising, ein Begriff, der damals vermutlich noch gänzlich unbekannt war und somit als Idee weit seiner Zeit voraus war. Hergé hatte in den 30ern vereinzelt die ersten Lizenzierungen vergeben, zum Beispiel Tintin-Bilder auf Tüchern oder Schalen. Geworden ist aus dieser Idee leider nichts und es fragt sich, ob Hergé, von den historisch widrigen Umständen ganz abgesehen, jemals die Zeit gefunden hätte, ein solches Geschäft zu gründen und zu betreiben. Die neue Tim und Struppi-Geschichte, an der er gerade arbeitet, soll den Titel tragen Tintin au Pays de l'Or Noir, Tintin im Lande des schwarzen Goldes. Tim und Struppi verschlägt es diesmal nach Arabien. Es geht um Erdöl und Rivalitäten zwischen den Scheichs. Zugleich soll eine deutsche Verschwörung Wirtschaftskonkurrenten in die Knie zwingen. Hierzu reaktiviert Hergé den Bösewicht Dr. Müller, der sich inzwischen den Schädel rasiert und auch ein paar Kilo abgenommen hat. Doch die Handlung führt uns auch in die maritime Welt der Häfen und der Schiffe. Diesmal geht es um einen Öltanker mit dem Namen Speedol Star. Auch plant Hergé in dieser Geschichte den beiden Schulzes eine weit größere Rolle zu geben. Das neue Tim und Struppi-Abenteuer wird am 31. August 1939 in Le Petit Vingtième angekündigt. Doch bereits am nächsten Tag gerät Wüstensand ins Getriebe. Denn Hergé erhält eine Einberufung in die Armee. Er muss eine Uniform anziehen und wird in der Kleinstadt Herrentaut stationiert. Belgien ruft die Mobilmachung aus. Diese dauert zwar nur 3 Wochen, welche Hergé als gänzlich eintönig empfindet, doch schon bald wird erneut mobilisiert und Hergé landet diesmal für längere Zeit in Antwerpen, wo er jede Woche 2 Tage frei bekommt. Eine Zeit, die er ausschließlich mit Zeichnen nutzen möchte. Sein Freund Pierre X schlägt Hergé vor, seine Arbeitsweise an Tintin gänzlich zu verändern, um sich den neuen Gegebenheiten anzupassen. Hergé soll in der Kaserne nur grobe Skizzen und Entwürfe erstellen, während der Zeichner X daraus den eigentlichen Comic stricken würde. Überschreiben würde man diese Resultate dann als nach Hergé oder gemäß Hergé. Auf diese Weise könnte man den Betrieb am Leben erhalten, ungeachtet dessen, dass das kreative Gehirn dieser Operation de facto nicht mehr vor Ort ist. X kannte Hergé wohl nicht gut genug, falls er glaubte, dass dieser sich auf einen solchen Vorschlag einlassen würde. Hergés Abwesenheit machte sich ohnehin bereits nach 2 Wochen bei den Verkaufszahlen des XXe Siècle bemerkbar und Hergé konnte hier seinen Wert unter Beweis stellen. Er war ohnehin nicht bereit, auf sein Gehalt zu verzichten und so begann er, trotz der erschwerten Umstände, in der Kaserne 2 Seiten pro Woche zu zeichnen und schickte diese nach Brüssel. Als er von der ersten Mobilmachung in Herrentaut nach Hause kommt, warten natürlich die Arbeitsstapel auf ihn. Er zeichnet ja parallel zu Tintin, Anjou, Sette und Joko. Von Bedeutung wird auch seine im Dezember 1939 begonnene Zusammenarbeit mit der neu gegründeten Zeitschrift L'Ouest, zu Deutsch Der Westen. Dieser wird nämlich von Raymond de Becker herausgegeben, mit dem Hergé bald eine starke Freundschaft verbinden wird. Hergé konzipiert für L'Ouest das Logo und erfindet die Karikatur des Monsieur Bellume, eines desinformierten und verbohrten Kleinbürgers, der sich unentwegt in den Fängen der Medien befindet. Eigentlich eine Gestalt, die heute nicht minder aktuell ist. Die Zeitschrift L'Ouest bemüht sich um eine klare politische Funktion in der belgischen Gesellschaft. Im Sinne König Leopolds III. Ist das Magazin streng neutralistisch und pocht auf eine entsprechende Gesinnung bei der Bevölkerung. Das begünstigt Hergés Bereitschaft mitzumachen, steht auch er bedingungslos hinter dem König. In diese Monate fällt auch die kuriose Anekdote rund um Chiang Kai-shek. Die chinesischen Nationalisten hatten Der Blaue Lotus mit großem Wohlwollen aufgenommen und so gab es tatsächlich eine offizielle Einladung für Hergé nach China zu gehen und sich dort feiern zu lassen. Insbesondere Sung Mei Ling, auch bekannt als Madame Chiang Kai-shek, hatte sich für diese Begegnung stark gemacht. Hergé war geschmeichelt und von der Idee fasziniert. Insbesondere, weil er gerade in diesen Monaten von dem Drang beseelt war, seinen Freund Zhang Chongren ausfindig zu machen. Das belgische Verteidigungsministerium hatte sich jedoch eingemischt und die offizielle Mitteilung nach China geschickt, dass Hergé unabkömmlich sei und jederzeit wieder in die Armee einberufen werden könnte. Auch basierte Hergés Vertrag mit Le Petit Vingtième auf dem Hamsterrad ständiger Seitenabgaben und dies wäre durch eine so weite Reise ins Wanken geraten. Doch letztendlich wird Hergé selbst erneut zu mutlos gewesen sein, um sich darauf einzulassen. Der Journalistin Dominique de Vespin, mit der Hergé befreundet war und die als Korrespondentin für die Zeitung Candide nach China gehen sollte, vertraute sich Hergé diesbezüglich an. »Ich würde wahnsinnig gerne nach China gehen und Chiang suchen«, hatte ihr Hergé erzählt. »Glaubst du eigentlich an Astrologie? Ich bin Zwillinge. Ich habe 4 Pfoten, doch 2 davon wollen immer vorwärts und 2 wollen immer rückwärts. Es ist nicht leicht, Entscheidungen zu treffen, wenn du Zwilling bist.« Hätte Hergé damals all sein Gewicht in die Waagschale gelegt, er hätte sicher nach Shanghai ausreisen dürfen. Zumindest frei nach dem Sprichwort, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Doch man muss nur daran denken, wie viel Energie es in der Nachkriegszeit Hergés Frau immer gekostet hat, ihn dazu zu bringen, mal einen einwöchigen Urlaub am Meer zu unternehmen. Und eine ganze Reise nach China inmitten von unsicheren Zeiten und historischen Umwälzungen, das war einfach nicht Hergés Art. Er war ein Träumer, doch eben kein wagemutiger Weltreisender. Zum Jahresende fertigt Hergé für das Magazin L'Ouest eine heute etwas befremdlich anmutende Zeichnung an, die ein friedliches Neujahr heraufbeschwört. Aus einer großen Box mit der Aufschrift 1940 fliegt eine Friedenstaube hervor. Während drumherum Soldaten mehrerer Nationen tanzen, inklusive eines fröhlichen Wehrmachtslanzers. Hier zeigt sich freilich das typische Problem mit Hergé, der zwar eindeutig gegen den Krieg und für den Frieden ist, doch auch einen Hang zu einer hoffnungslosen Naivität hat. Hergé war kein tiefer Denker, seine Haltung ist zumeist das Resultat von Intuitionen. Und die sind gerade in politisch komplizierten Zeiten nicht immer der beste Ratgeber. Und das wird Hergé oft genug gespürt haben. Das sieht man auch daran, dass er im Leben häufig orientierungslos erscheint und immer diese Sehnsucht nach Mentoren hatte. Eben nach Menschen, die er um Rat fragen konnte. 10 Jahre zuvor war es Abbé Vallès, nun würde der Chefredakteur Raymond de Becker ein solcher Freund und Mentor werden. Am 10. Mai 1940 fährt Hergé nach Brüssel rein, um beim Le Petit Vingtième eine weitere Doppelseite seines Arabien-Abenteuers abzuliefern. Zu diesem Zeitpunkt arbeitet er so gut wie nicht mehr in der Redaktion, sondern liefert lediglich Resultate ab, die er daheim in seinem Haus in Boisfort anfertigt. Die Doppelseite hat es in sich. Der deutsche Schurke Dr. Müller kämpft in der Wüste mit Tim und schlägt ihn bewusstlos. Sadistisch prügelt er sogar auf Struppi ein. Dieser Doppelseite erscheint noch am 16. Mai in der aktuellen Ausgabe, doch weitere Fortsetzungen würden ins Stocken geraten, Denn in der Stadt erfährt Hergé die Neuigkeit. Die Nazis hätten ihren Vertrag gebrochen und mit ihrem Einmarsch in die Benelux-Staaten begonnen. Tintin im Reiche des schwarzen Goldes ist die erste Tim und Struppi-Geschichte, die unvollendet bleibt und mittendrin abgebrochen wird. Vorerst. Am 12. Mai erhielt Hergé einen Anruf aus Le Petit Vingtième, in dem man ihm mitteilte, dass die Deutschen eine strategische Festung an der Straße nach Brüssel eingenommen hatten und sich damit kaum mehr als 50 Kilometer vor der Stadt befanden. Man legte ihm nahe, Belgien zu verlassen. Hergé erinnerte sich noch gut aus seiner Kindheit auf die Besetzung Belgiens durch die Deutschen. Ohnehin wird er sich vielleicht auch gefragt haben, ob nicht die eine oder andere Quick- und Flupke-Geschichte, in der er sich über die Deutschen lustig machte, ihm nicht zum Verhängnis werden könnte. Gar nicht zu sprechen von König Ottokars Zepter. Die Remis hatten sich auf diesen Fall schon eine Weile vorbereitet und Germain saß seit einigen Tagen auf gepackten Koffern. So schnappte man sich die siamesische Katze Teike, lud die Koffer ins Auto und begab sich in Richtung Frankreich, inmitten eines Exodus, der aus Zehntausenden Belgiern bestand. Sie landeten erstmal in einem Verteilungslager in der Gegend von La Rochelle, das dort von dem Schriftsteller Georges Simenon organisiert wurde. Von dort fuhren die Remis weiter und fanden kurz Unterschlupf bei zwei Priestern, die Hergé noch aus der Zeit von Der Blaue Lotus kannte. Die beiden Mönche waren insbesondere von Teike angetan und lobten Georges und Germain dafür, die Katze nicht im Stich gelassen zu haben. Am 15. Mai durchbrachen die Deutschen französische Stellungen. Hergé und Germain hatten sich da gerade in Paris aufgehalten. Hergés Weg führte zuerst in die Redaktion von Coeur Vaillant, da ihm die Zeitung noch Geld schuldete. Das letztendliche Ziel war Saint-Germain-Lembrun, wo der Zeichner Marie-Jacques ihnen vorübergehend ein kleines Haus organisiert hatte. Dort hatten sie dann auch einige Wochen verbracht. Es mochten Tage der Verunsicherung gewesen sein, doch darf man sich die Lage nicht zu dramatisch vorstellen. Die Familie von Marie-Jacques war da und man debattierte bis spät in die Nacht bei Wein und Häppchen über die Zukunft Belgiens und Frankreichs. Für Hergé schwang über all dem die wichtigste aller Fragen: Wie würde sich König Leopold III. Angesichts einer deutschen Besatzung verhalten? Leopold III. Hatte stets die Option, mit seiner Familie nach England zu gehen. Nicht nur waren beide Königsfamilien eng verwandt, doch England wurde zu einer typischen Anlaufstelle für alle, die Exil vor Hitler suchten. König Leopold entschied sich anders. Er sollte bleiben und seinen Belgiern in ihren finsteren Zeiten beistehen. Die heranrückenden Deutschen erzeugten ohnehin einen großen Riss zwischen dem König, der letztendlich keine echten politischen Befugnisse hatte, und der belgischen Regierung unter Hubert Pierlot. Pierlot verlangte vom König, seiner Rolle als Symbolfigur gerecht zu werden und, ähnlich wie die niederländische Königin Wilhelmina, ins Exil zu gehen, um von dort dem Widerstand zu dienen. Leopold lehnte das ab, was von der Regierung stark kritisiert wurde. Doch die Regierung musste sich am 25. Mai nach London absetzen, was Leopold wiederum dafür verwendete, sie für handlungsunfähig zu erklären. Auf diese Weise verließ sich der König, zum Entsetzen Pierlots, große Machtbefugnisse über Belgien und unterzeichnete 3 Tage später die Kapitulation seines Landes. Leopold setzte sich weiterhin für ein neutrales Auftreten Belgiens ein und ermahnte die Bevölkerung, sich den neuen Herren nicht zu widersetzen und keine Gewaltakte zu provozieren. Doch er weigerte sich, ein Marionettenkönig der Deutschen zu sein und entzog sich in der Besatzungszeit jeglicher politischer Aktivität. Die Deutschen verstanden Leopolds Strahlkraft gegenüber der Bevölkerung gut und so achteten sie mit großer Genauigkeit darauf, wen er sah und mit wem der König sprach. Er war de facto unter Hausarrest auf Schloss Laeken. Leopolds Entscheidung, in Belgien zu bleiben, war von einer historischen Rede gefolgt, die über den Rundfunk übertragen wurde und am nächsten Tag in allen Zeitungen erschien. Darin forderte der König die Bürger auf, nach Hause zurückzukehren und ihren geregelten Beschäftigungen nachzugehen. Die soziale Ordnung, das wirtschaftliche Gefüge sollte erhalten bleiben. Das Leben sollte weitergehen. Als Hergé nach Brüssel zurückkehrt, wartet Arbeit auf ihn. In Le XXe Siècle herrscht noch immer Geschäftigkeit, doch genaueres weiß man nicht. Die Deutschen sind erst dabei, sich in Brüssel einzurichten und die Zensur hat noch nicht begonnen zu greifen. Doch das Ende war absehbar. Hergés Arbeit für Le Petit Vingtième dauerte noch 3 Monate, obwohl man in dieser Zeit Abstand davon nahm, das heikle Arabien-Abenteuer fortzusetzen. Doch dann fiel schließlich der Hammer. Die Deutschen hatten keine Verwendung für eine Zeitung, deren Treue in erster Linie der katholischen Kirche und der belgischen Souveränität galt. Zum ersten Mal seit 11 Jahren war Hergé plötzlich arbeitslos. Der Vingtième-Siècle schuldete ihm noch eine Menge Geld, und so machte sich Hergé sogleich darauf, mit den Besatzungsmächten die Auszahlung dieser Forderungen durch den abgewickelten Verlag zu erwirken. Nach 4 Monaten wurde ihm das schließlich bewilligt. Der Casterman-Verlag in Frankreich war noch halbwegs operationsfähig, und Hergé erhielt von dort zur Überbrückung einen Vorschuss von 10.000 Francs. Hergé begann sich in der verbleibenden Verlagslandschaft umzusehen, um Tim und Struppi, aber auch Stups und Steppke unterzubringen. Dies war alles andere als ein hoffnungsloses Unterfangen. Im Gegenteil, da waren eine Menge Leute in den Gesprächen, die sich vor der Okkupation gefreut hätten, wenn Hergé für sie gezeichnet hätte. Hergé hatte hier erneut ein sehr geringes Fingerspitzengefühl bewiesen. So begann er sogleich mit dem Le Nouveau Journal zu arbeiten, einer neuen Zeitung unter der Ägide des Chefredakteurs Paul Collin. Hergé beschrieb Paul Collin später als einen erstklassigen Mann, der ihm sehr sympathisch war. Collin war allerdings ein recht engagierter Nazi, der zur Kollaboration mit den Deutschen nicht überredet werden musste. Er gehörte mehr in die Kategorie eines Léon Degrelle. Nach dem Krieg hätte man Paul Collin sicherlich den Prozess gemacht und ihn mit großer Wahrscheinlichkeit hingerichtet. Doch dazu kam es nicht, denn Collin wurde 1943 durch Attentäter des belgischen Widerstands getötet. Sein Vollstrecker war gerade mal 19 Jahre alt. Doch Hergé suchte einen ordentlichen, großen Hafen, wo er sein Flaggschiff, sprich die Tintin-Geschichten, fortsetzen konnte. Und lange musste er nicht suchen, denn die Gelegenheit fand ihn, in Form von Raymond de Becker, für den Hergé ein Jahr zuvor noch an dessen Zeitung L'Ouest gearbeitet hatte. Dies sollte der Beginn einer lebenslangen Freundschaft sein. Raymond de Becker ist eine interessante, recht komplizierte Gestalt. Er war in den 30er Jahren ein bekennender Rexist und vertrat damit durchaus nationalistisches Gedankengut. Ihn als einen Nazi zu bezeichnen, ist grenzwertig, wird aber heute von vielen getan. Das ist aber ein Urteil, das jeder für sich selbst fällen muss. Seine Homosexualität kann man hier kaum als Argument zur Rate ziehen, denn obwohl Rechtsradikalismus nach außen immer eine deutliche Homophobie mimt, wurde stets in jeder rechten Szene auch eine gewisse Homoerotik gepflegt. In Deutschland kennt man das vom SA-Chef Ernst Röhm, der in Oberbayern richtige Schwulenpartys veranstaltet hatte. Raymond de Becker war eine prominente Gestalt in Léon Degrelles Rex-Partei. Ähnlich wie Hergé war auch de Becker ein leidenschaftlicher Royalist. Als Degrelle aber die Eindeutschung der Wallonen zu propagieren begann, trat der protestierende Raymond de Becker aus der Partei aus. Hier wird also deutlich, dass im rechten Spektrum der belgischen Gesellschaft jener Jahre eben dieser Riss verlief zwischen Nationalisten, die pro-germanisch waren, und jene, die anti-germanisch waren. Wobei man wohl sagen muss, dass auch innerhalb der anti-germanischen Kräfte zu weiten Teilen die Meinung vorherrschte, dass die Deutschen sich zwar nicht in die Belange der Belgier einmischen sollten, doch eindeutig eine treibende Vormacht Europas sein würden, die eben eine historische Neuordnung herausgab, welche die anderen Staaten dann befolgen würden. 1940 unter dem neuen Okkupationsregime wurde Raymond de Becker der Chefherausgeber von Le Soir und damit ein führender Ansprechpartner der deutschen Propagandaabteilung. Doch diese Beziehung versauerte zunehmend. De Becker war ein überzeugter Anhänger der Neutralität und der Meinung, dass in einem solchen Rahmen realpolitische Kollaboration mit den Besatzern zwar unumgänglich war, doch empfand er auch, dass diese nicht auf Kosten der royalistischen Ideale der Belgier und auf Kosten einer gewissen Pressefreiheit gehen dürfte. Falls man in diesem Zusammenhang das Wort Pressefreiheit verwenden möchte, was ja ein wenig lächerlich klingt. Es hatte weniger mit einer Freiheit zu tun, sondern mit gewissen Spielräumen, die Raymond de Becker als Verlagsleiter für unverzichtbar hielt. Er betrachtete den Umgang mit den Deutschen und deren Propagandaabteilung als eine Art Abkommen, das beide Seiten zur Einhaltung von Bedingungen verpflichtete. Die Deutschen sahen das anders und verloren im Verlauf des Krieges zunehmend die Geduld, so zu tun, als wäre man mit den besiegten Belgiern auf Augenhöhe. Sie erwarteten, dass Raymond de Becker tanzte, wenn sie die Pfeife in die Hand nahmen. So kam es schließlich zu einem Zerwürfnis mit den deutschen Zensoren und Raymond de Becker wurde am 4. Oktober 1943 als Redakteur seines Amtes enthoben und in den Bayerischen Alpen unter Hausarrest gestellt. Am Ende des Krieges kehrte er nach Belgien zurück, doch dort warteten vorerst nur die Handschellen auf ihn. Am 9. Mai 1945 wurde er verhaftet und 3 Monate später von einem Brüsseler Kriegsrat als Nazi-Kollaborateur zum Tode verurteilt. Diese Strafe wurde jedoch in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Raymond de Becker saß 6 Jahre im Gefängnis, bis er 1951 begnadigt wurde, jedoch mit der Auflage, das Land innerhalb weniger Tage zu verlassen und für immer von politischer Tätigkeit Abstand zu nehmen. Er zog daraufhin nach Paris. In diesen Jahren blieb er in Kontakt mit seinem Freund Hergé, der ihn regelmäßig finanziell unterstützte. Schon während seiner Gefängniszeit entdeckte Raymond de Becker seine Leidenschaft für die Psychoanalyse, hierbei insbesondere für die Werke von C.G. Jung, den er später auch mehrmals getroffen hatte. Er schrieb auch recht eklektische Bücher über die unterschiedlichsten Themen, wie zum Beispiel die Homosexualität, fernöstliche Philosophien oder über die Traumdeutung. 1961 kam Raymond de Becker erneut in die Schlagzeilen. Er verklagte beim Europäischen Gerichtshof die Regierung von Belgien, dass sie seine Bücher verbot und dies im Konflikt mit der neuen Menschenrechtscharta der damals noch blutjungen Europäischen Gemeinschaft war, die auch Belgien unterschrieben hatte. Da ich Journalist war, habe ich versucht, meine Tätigkeit in der Presse im Interesse meines Landes wieder aufzunehmen. Ich wollte, wenn irgend möglich, 2 Dinge verteidigen. Zuallererst die Interessen Belgiens während der militärischen Besetzung selbst, aber auch diese gleichen Interessen in der Zukunft im Hinblick auf einen möglichen Sieg der Achsenmächte, an den zu jener Zeit mit mir sehr viele Menschen glaubten. Am Ende musste de Becker den Prozess in Straßburg nicht gewinnen, denn Belgien änderte zu seinem Gunsten die Gesetze und so wurde die Klage gestrichen. Am 18. April 1969 beging Raymond de Becker in Versailles Selbstmord. Schon im frühen Herbst des Jahres 1940 hatte de Becker, der neue Chefredakteur der angesehenen Zeitung Le Soir, ein Meeting mit dem Karikaturisten Paul Germain, bekannt als Jam. Ich hatte ja in der Episode über Der Blaue Lotus davon erzählt, wie Léon Degrelle in 1936 eine richtige Abwerbekampagne in der Redaktion von Vingtième Siècle aufgeführt hatte, da er Leute für seine neue Nazi-Zeitschrift Le Pays Réel brauchte. Nun, Jamin war einer der Mitarbeiter, die damals beim Vingtième Siècle gekündigt haben und zu Degrelle übergelaufen sind. Hergé und Jamin wurden in den Jahren beim Petit Vingtième gute Freunde und blieben es ein Leben lang. Während der Okkupation hatte sich Germain sehr profiliert und arbeitete auch im Rundfunk mit. Er ging sogar nach Berlin, um dort für verschiedene Zeitungen karikaturistisch zu zeichnen. Nach dem Krieg wurde auch Paul Germain als Kollaborateur und Nazi zum Tode verurteilt, doch schon im Dezember 1946 wurde seine Strafe in lebenslange Haft umgewandelt. Hergé hatte ihn mehrmals im Gefängnis besucht, bis er schließlich, wie viele andere, in 1951 vorzeitig entlassen wurde. Ironischerweise ging Germain nach dem Kriegsende wieder nach Deutschland, um für die Ruhrnachrichten unter dem Pseudonym Peter Klipp zu zeichnen. Paul Germain wurde zu einem der aktivsten Karikaturisten der Nachkriegszeit und erstellte mindestens 20.000 Zeichnungen für Zeitungen und Zeitschriften in Deutschland, Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Bei der besagten Unterredung hatte Raymond de Becker an Hergé gedacht und fragte Paul Germain, ob dieser denn noch Kontakt zu Hergé hatte. Becker wusste, welche Zugkraft Hergés Comicgeschichten besaßen. Paul Germain arrangierte ein Treffen zwischen Hergé und de Becker, und de Beckers Plan war einleuchtend einfach. Die Erfolgsgeschichte der Jugendbeilage Le Petit Vingtième, die zu dem Zeitpunkt nicht mehr existierte, unter dem Dach des viel größeren Le Soir zu wiederholen. Le Soir ist bis heute die vorrangige belgische Tageszeitung. Sie wurde im späten 19. Jahrhundert von der Familie Rossel gegründet. Die Rossels waren zum Zeitpunkt der Okkupation keine Inhaber mit einer Mehrheit mehr und boten den Nazis viel Geld an, um die Zeitung zurückzukaufen und so die Verwendung des Blattes als Sprachrohr der Nazis zu unterbinden. Die Besatzungsmacht zeigte sich willig, dem Verkauf zuzustimmen, falls die redaktionelle Kontrolle weiter bei den Deutschen bliebe, was für die Rossels natürlich nicht in Frage kam. Bis heute werden diese 5 Jahre der Okkupationszensur als ein großer journalistischer Schandfleck empfunden. Jene Belgier, deren Herz auf der Seite der Resistance schlug, fingen sogleich an, diese Version der Zeitung als Le Soir volé zu bezeichnen, das gestohlene Abendblatt. Unter de Beckers Regie wurde in erstaunlich kurzer Zeit die Jugendbeilage Soir Jeunesse konzipiert. Die erste Nummer ging am 17. Oktober 1940 an den Start mit einer euphorischen Titelseite und der Schlagzeile »Tim und Struppi sind zurück«. Hergés erstes Gehalt belief sich auf 2000 Francs im Monat. Das war für damalige Verhältnisse eine stolze Summe. Hergé und Tintin wurden eben als ein extrem wertvolles Produkt angesehen. Und der Effekt blieb nicht aus. Die belgische Jugend, die seit Monaten in der befremdlichen Atmosphäre einer normalisierten Okkupation lebte, begrüßte die Rückkehr ihres Helden euphorisch. Hergé selbst konnte das alles nicht schnell genug gehen. Hier zeigte sich deutlich sein opportunistisches Gemüt. Er schrieb an seinen Herausgeber bei Castamont, Charles Lesne, dass es nun darauf ankommt, schnell eine Tim- und Struppi-Geschichte auf den Markt zu bringen, da so viele Konkurrenten ins Exil geflohen sind. »Dies ist keine Zeit für mich, um in Vergessenheit zu geraten«, schrieb er wörtlich. »Im Gegenteil, ich muss mir das Fehlen der französischen Konkurrenz zunutze machen und den Markt dominieren.« Raymond de Becker hatte in Hergé also einen motivierten Angestellten gefunden und machte ihn zu dem Abteilungschef der neuen Wochenbeilage. Hergé hatte sozusagen seinen alten Job beim Petit Vingtième zurück, nur mit viel mehr Gehalt und viel mehr Freiheit. C'est vrai, le roi, après la campagne des 18 jours, a prononcé un discours très important, à mes yeux en tout cas, et qui disait « Demain, la Belgique se remettra au travail ». Et c'est tout simplement ce que j'ai fait, je me suis mis au travail. Et il est certain, en ce qui me concerne, je n'avais aucune sympathie particulière pour les Allemands, je ne connaissais pas d'Allemands. Et tout ce que j'ai fait réellement, je l'ai fait, bien sûr, j'ai dessiné des histoires de Tintin purement et simplement, seulement il est parti dans d'autres directions. Nun kommen wir natürlich zu dem schwierigsten Teil dieser Auseinandersetzung. Der Frage, ob Hergé nun ein Kollaborateur oder gar ein Nazi-Sympathisant war. Hergé hatte nach dem Krieg oft sein Unverständnis darüber bekundet, weshalb man ihn als einen Kollaborateur anprangerte. Wie konnte es sein, dass man einem Bäcker, einem Zugführer und einem Trambahn-Fahrscheinkontrolleur nachsah, dass er während der Okkupation seiner geregelten Arbeit nachging, während dasselbe Verhalten bei einem Zeichner und Autor als Kollaboration mit dem Feind ausgelegt wurde? Und seine Argumentation ist durchaus nachvollziehbar. Dies ist kein Sachverhalt, der von schlichten Antworten profitieren würde. Doch bei genauerem Betrachten ist die Sache eben komplizierter. Man muss halt verstehen, dass später, nach dem Krieg und nach der Okkupation, die ganze Sache eine, na, wie sagt man das heute, eine schlechte Optik besaß. Hergé empfand also, dass es keinen Grund gab, sich der täglichen Arbeit zu entziehen, nur weil jetzt Deutsche über dem Land herrschten. Er vermutete, und darin hatte er letztendlich recht, dass es kein tausendjähriges Reich geben würde. Hergé, der das alles als Kind schon mal erlebt hatte, rechnete damit, dass die Deutschen irgendwann wieder abziehen würden, nach Monaten oder im schlimmsten Fall nach Jahren. Doch er hatte natürlich nicht die historische Dimension des Dritten Reiches erkannt. Er hatte nicht vorausgesehen, dass man sich am Ende des Zweiten Weltkriegs in einem großen Abrechnungsritual ergehen würde und dass man der Frage der Kollaboration eine viel größere Aufmerksamkeit widmen würde, als dies 1919 der Fall war. Durch die moderne Gesellschaft sollten die Deutschen des Ersten Weltkriegs historisch gänzlich anders wahrgenommen werden als die Nationalsozialisten, aus nachvollziehbaren Gründen. Natürlich stellt das eine Menge ethischer und psychologischer Probleme ins Blickfeld. Wenn alle Länder sich neutral verhalten hätten und ihre Bürger dem Alltag nachgegangen wären, in Erwartung dessen, dass die Deutschen nach ein paar Jahren wieder verschwinden, wäre dies natürlich nie eingetreten. Jemand musste mit ihnen kämpfen. Doch zugleich ist es etwas verkürzt, einem winzigen Land wie Belgien zum Vorwurf zu machen, dass es sich nicht komplett massakrieren und zerstören ließ, indem es bis zum letzten Mann und letzter Frau Widerstand leistete. Und ich weiß, wie das ist. Ich bin aus der Tschechoslowakei und wir haben den herannahenden Wehrmachts- und SS-Truppen genauso Tür und Tor geöffnet. Ganz anders als zum Beispiel die Polen. Und dieser Sachverhalt hat durchaus in der Nachkriegszeit zu einem kollektiven Minderwertigkeitsgefühl der tschechischen Nation geführt. Auf der anderen Seite kamen die Tschechen mit nur ein paar Kratzern und Abschürfungen davon. Zumindest verglichen mit Polen, verglichen mit Niederlanden, verglichen mit Großbritannien und verglichen mit dem mit Abstand größten Opfersteller dieses Krieges, der Sowjetunion. Heute kann man sich ein unversehrtes Prag ansehen und sich daran erfreuen, während Städte wie Warschau oder Krakau komplett zerstört und geschliffen wurden. Ich besitze also nicht die Arroganz, König Leopold und Hergé Vorwürfe zu machen, dass sie sich nicht dem Widerstand angeschlossen haben. Doch man kann auch nicht damit rechnen, für eine passive, neutrale oder demütige Haltung von allen Parteien gelobt zu werden. Zehntausende belgische Leben wurden durch diese Haltung gerettet. Zehntausende andere Leben mussten aber woanders geopfert werden, eben in anderen Ländern, in anderen Regionen. Und das ist die Tragödie des Krieges, dass die nachvollziehbare Neutralität oder Passivität des deutlich Schwächeren letztendlich auch nur eine Form des Nationalchauvinismus ist. Man schont das Land und die eigene Bevölkerung. Aber das bedeutet nur, dass woanders umso mehr gekämpft wird und umso verlustreicher gekämpft wird. Doch es gab eben auch einen Widerstand aus dem Exil. Dies galt für Belgien genauso wie für die Tschechoslowakei. Und dieser Widerstand bemühte sich auch darum, die Passivität der breiten Massen aufzuweichen. Wer sich für die Resistance entscheidet, muss bereit sein, zivile Opfer in Kauf zu nehmen. Hergé hatte mit dieser Vorstellung vermutlich große Probleme und sah es ganz anders. Doch man muss im Blick behalten, dass eine Aktion wie die Heydrichiade, auch bekannt als Operation Anthropoid, von der tschechoslowakischen Exilregierung vorrangig mit dem Ziel ausgeführt wurde, bei den Alliierten Zeichen zu setzen und sozusagen Punkte zu sammeln für die Zeit nach dem Krieg. Denn gerade jene Länder, die sich relativ widerstandslos der Okkupation ergaben, liefen Gefahr, in den Nachkriegstribunalen als de facto feindliche oder zumindest hitlertreue Staaten behandelt zu werden. Konsequenzen der Passivität waren auch auf nationaler Ebene absehbar, denn nach dem Krieg würde eine solche Exilregierung zurückkehren und hart mit jenen ins Gericht gehen, die sich dem Widerstand verweigert haben. Und dies galt bei dem Zweiten Weltkrieg besonders stark, denn kaum ein Krieg hatte jemals in derart ideologisch trüben Gewässern stattgefunden. Der Begriff der Nazifizierung stand plötzlich im Raum und damit die Frage der Entnazifizierung einzelner Personen. Was Hergé betrifft, ist es nicht leicht, hier eine klare Position zu beziehen, zumindest wenn man ehrlich ist, und deshalb dauern diese Diskussionen bis heute an. Manche machen es sich in der Tat sehr leicht und verurteilen Hergé von vornherein als einen Kollaborateur, dessen ohnehin ziemlich rechte Gesinnung mit der Okkupation gut vereinbar war. Noch letztes Jahr erschien eine solche Schmähschrift in der Zeitung Welt, wobei ich es immer amüsant finde, wenn Vertreter der Springerpresse mit Fäkalien um sich werfen, Glashäuser und so. Michael Farr spekuliert in seinem Buch ganz richtig, dass Hergé, wäre er eben ein anderer Typ Mensch gewesen, einen kaum vorstellbaren Ruhm und eine grenzenlose Verehrung hätte erfahren können, wäre er nicht dem Aufruf des Königs gefolgt, sondern mit seiner Frau und der Katze Teike ins Exil in London gegangen. Dies wäre keine einsame, triste Angelegenheit gewesen. In London waren schließlich tausende Belgier, Niederländer und Franzosen aufgeschlagen, namhafte Intellektuelle, Politiker. Von dort wurde die Resistance organisiert und Hergé hätte man dort mit offenen Armen empfangen. Hergé hätte in London nicht gelitten. Tim und Struppi-Geschichten hätten zusammen mit anderen Pamphleten durch Propagandaflugzeuge über Belgien abgeworfen werden können. Ähnlich wie es die Amerikaner später mit ihren Marvel- und DC-Helden getan haben, die auf Papier ebenfalls gegen Hitler kämpften. Doch was noch wichtiger ist, nach dem Kriegsende hätte man Hergé in Belgien jubelnd begrüßt und als einen Helden gefeiert, so wie er sich eigentlich gerne gesehen hätte. Die Menschen hätten seine Person mit Tintin gleichgesetzt. Man hätte bereits in den 40er Jahren Straßen nach ihm benannt und Tintin wäre für alle Zeiten eine Symbolfigur des Widerstands gegen Unterdrückung und gegen den Faschismus geworden. Doch nichts davon trat ein. Hergé entschied sich für den König. Das war einfach in seinem Blut, das war seine Boy Scout-Ehre und seine tiefe royalistische Überzeugung. Und er konnte extrem streitsüchtig werden, wenn jemand den König kritisierte. So traf er seine Entscheidung, die für ihn vermutlich nie eine Entscheidung war, und was dieser Entscheidung zuerst folgte, war eine goldene Ära seiner Comickunst. Die Nazis waren sehr bemüht, Belgien mit Samthandschuhen anzupacken. Die Bevölkerung sollte auf die Neuordnung eingestimmt werden und die Nazis wollten auch keinen lästigen Widerspruch erfahren, während man begonnen hatte, die belgischen Juden zu drangsalieren und schließlich zu deportieren. Und viele Belgier ließen sich von der Geruhsamkeit des alltäglichen Lebens durchaus überzeugen. Man wusste ganz genau, dass in anderen Ländern Europas schreckliche Kriegshandlungen stattfanden. Die Niederländer erlebten eine ganz andere Okkupation, voller Schrecken, Verhaftungen und Hinrichtungen. Das spielte sich alles nur einige Kilometer weiter nördlich ab. Hergé hingegen hatte die Nazi-Besatzung als die besten Jahre seiner Karriere erlebt. Und dazu hatte er nicht Wacht am Rhein singen müssen, er musste auch nicht Heil Hitler schreien oder sich in irgendeiner Weise für die Nazis engagieren. Nein, er entfernte einfach nur jegliche Politik aus seinen Comicgeschichten und pflegte ein gut gelauntes Leben im Kreise seiner besten Freunde. Das ist ja auch so ein Thema, wenn wir schon von der Optik sprechen. Denn Hergés Freundeskreis vor dem Krieg entstammte zumeist diesem rechtskonservativen, patriotisch-realistischen Dunstkreis. Das waren dann natürlich Leute, die 1940 von den Okkupationskräften als deutlich zuverlässiger eingestuft wurden, als jemand, dem man irgendwelche linksintellektuellen Verbindungen nachweisen konnte. So waren viele seiner Freunde durch die Okkupation in sehr, sehr einträgliche und einflussreiche Jobpositionen aufgestiegen. Zuletzt auch deshalb, weil so viele Lücken entstanden waren, durch Leute, die wegen ihrer linken Gesinnung ins Ausland fliehen mussten. Raymond de Becker war dann nur das unmittelbarste Beispiel. Mochte sich vor dem Krieg Hergé immer beklagt haben, als Comiczeichner wäre man in Belgien ein Mensch zweiter Klasse. Nun, während der Okkupation unterlag er diesem Eindruck sicherlich nicht mehr. Und das alles ist den Leuten natürlich nicht entgangen. Und obwohl ich schon der Meinung bin, dass es zu kurz greift, Hergé als einen Kollaborateur zu bezeichnen, zumindest in einem Land, in dem de facto jeder ein Kollaborateur war, der nicht explizit der Resistance angehörte. So kann man dennoch nicht verneinen, dass dies keine gute Optik war, zumindest nicht in 1945 und 1946 während der Jahre der Abrechnung und Entnazifizierung. Ein Unschuldslamm war Hergé somit nicht, doch ein obrigkeitstreuer, rechtsradikaler Gefolgsmann war er auch nicht. Aber er war zweifelsohne naiv, falls er geglaubt hatte, dass man ihn nach dem Kriegsende ignorieren würde, weil er nur ein harmloser Cartoonzeichner von Kindergeschichten war. Studiert man das Leben von Hergé näher, kommt man stets an denselben Scheideweg, jene Kreuzung, wo man sich fragen muss, was hätte ich an Hergés Stelle getan? Das Leben ist eben immer etwas komplizierter, als es die Predigt vorgibt. Es ist leicht für mich nun im Nachhinein zu definieren, von wem sich Hergé hätte lossagen sollen, welche Schritte er in seinem Leben hätte nehmen sollen. Wir sind eine etwas hochnäsige Zivilisation geworden. Wir verlangen nun, dass die Künstler richtige Lichtgestalten der höheren Moral sind. Das ist eben das neue Zeitalter der politischen Korrektheit. Doch es spielt natürlich keine Rolle, ob wir es einfordern oder nicht. Am Ende wird unser infantiles Weltbild immer zusammenkrachen und die Wirklichkeit wird enthüllt werden. Die Wahrheit darüber, dass unzählige Künstler bei der Scientology sind, dass unzählige Künstler Vergewaltiger sind, dass unzählige Künstler Lügner sind, Rassisten, Antisemiten, Menschen mit Psychosen, Choleriker, Fetischisten, abergläubische Spinner, Esoteriker oder zumindest unzuverlässige Junkies oder Alkoholiker. Wir wollen stets, dass sie exzentrisch sind, outside the box denken, aber nur in jenen Spielräumen, die wir für sie vorgesehen haben. Nun, diese Denkweise wird nie funktionieren. Sie ist immer zum Scheitern verurteilt. Man kann entweder eine langweilige, normalisierte Kultur haben oder eine aufregende Kultur, an deren Rändern Wahnsinn und Verbrechen herrschen. Man kann nicht beides haben. Doch wir verlangen ständig beides und wundern uns, dass wir es nie bekommen. Und wer tatsächlich glaubt, man könnte beides haben, ist de facto ein Idiot, der noch gar nichts verstanden hat und vermutlich an Einhörner glaubt. Aber das sind immerhin gute Voraussetzungen, um einer etablierten politischen Partei beizutreten, denn dort glaubt man diesen Unfug. Und Vorsicht, ich bin nicht der Meinung, dass man Künstlern und Intellektuellen ihre Fehlgriffe nachsehen soll. Hergé hat seine Schachzüge auf dem Spielbrett seines Lebens gemacht und eine Menge dieser Schachzüge waren, naja, einfach nur bescheuert und dämlich. Ich habe da kein Mitleid mit jenen harten Monaten, die ihn nach dem Kriegsende ereilt haben. Doch umgekehrt macht ihn das nicht zu einem Monster. Ich kann mich mit leichtem Herzen auf Tim und Struppi einlassen, in dem Verständnis, dass Hergé ein mit Makeln behafteter Mensch war. Doch das bin ich auch. Und ich vergesse nie, dass es immer sehr leicht ist, rückwärts seine Schlauheit zu predigen, gegenüber Menschen, die in ihrer eigenen Ära nicht die informativen Vorzüge hatten, die ich genossen habe. Und zu guter Letzt, wie kommt es, dass ausgerechnet in einer Zeit, in der wir am meisten von Informationsströmungen und einer atemraubenden Veränderlichkeit aller Dinge um uns herum betroffen sind, wir nun dazu neigen, die Menschen in eine Art lebenslange Urteilshaft zu nehmen? Ich meine, ich finde es ja okay, wenn jemand wegen irgendeiner rassistischen Äußerung, die er gemacht hat und die jemand zufällig auf seinem Handy filmte, plötzlich an den Pranger gestellt wird. Ich habe da kein Problem damit. Doch sollte so jemand 5 Jahre später deshalb immer noch Schwierigkeiten haben, einen Job zu finden, weil man der Meinung ist, dass diese Dummheit ihn vollständig bis an sein Lebensende definieren soll? Wirklich? Ist das die neue Welt, in der wir leben? Ich fasse als 20-Jähriger einer Frau auf den Hintern und 15 Jahre später bin ich noch immer ein sexistisches Monster? Seit Jahren hasse ich Bigotterie, Chauvinismus, Rassismus, polarisierte Identitätspolitik, Frauenfeindlichkeit und den ekligen Alltagssexismus. Aber wenn wir nicht imstande sind, darin Nuancen zu erkennen und Differenzierungen vorzunehmen, ist unser Urteilsvermögen nichts wert. Dann sind wir nur Treibholz in einem Strom aus öffentlichen Meinungen. Dann sind wir Sklaven in einer Diktatur des twitternden Pöbels. Psst. Und sie haben mir Marskolonien versprochen. Darum sollte man erstmal etwas durchatmen und davon Abstand nehmen, Hergé als einen Nazi zu diffamieren, nur weil er nicht diese feingedrechselten Postkartenansichten vertrat, die heute irgendwelche weichgespülten Welterklärer von sich geben. Und man muss auch nicht Hergés Meinung sein. Ich teile kaum eine einzige von Hergés grundsätzlichen Weltvorstellungen. Ich bin kein Christ. Ich bin aus tiefstem Herzen gegen die Aristokratie. Ich halte absolut nichts von Nationalismus oder Patriotismus jeglicher Couleur. Damit bin ich allein schon bei den 3 fundamentalsten Grundsätzen in Hergés Leben gänzlich anders eingestellt. Doch das ist kein Hindernis für mich, denn offensichtlich kann ich deutlich besser als einige andere Menschen den Künstler von seinem Kunstwerk trennen. Ich habe auch keine Probleme, mir Filme von Roman Polanski anzusehen oder mir einen Film mit Tom Cruise anzuschauen, nur weil ein Teil seines Gehirns komplett defekt ist, was sich in der lebenslangen Mitgliedschaft in einer der beklopptesten Sekten aller Zeit niederschlägt. Wir sind halt eine Zivilisation der Fingerzeiger geworden. Und nun, da das alles gesagt wurde, können wir endlich zu dem ersten Tintin-Band übergehen, den Hergé während der Okkupation Belgiens gezeichnet hatte. Hergé hatte sich vermutlich etwas geärgert, dass er nicht einfach nur seine Arabiengeschichte mit den Ölscheichs aufgreifen konnte. Doch die Präsenz eines deutschen Bösewichts komplizierte alles nur. Und sogar dann, wenn er irgendwo eine abgespeckte, modifizierte Version neu erschaffen hätte, es dazu viele Leser gegeben, die nur ein Jahr zuvor noch die ursprüngliche Fassung gelesen haben und Hergé vermutlich wegen Weicheiigkeit ausgelacht hätten. Ohnehin ist der Umgang der Nazis mit den bereits vorhandenen Tim und Struppi-Geschichten recht interessant. Die Zensurbehörde verbot kurzerhand die Schwarze Insel. Doch überraschenderweise nicht wegen Dr. Müller, sondern wegen der Tatsache, dass die Handlung sich in Großbritannien abspielt. Der regimekritische Band König Ottokars Zepter entging der Zensur hingegen völlig und konnte während der Besatzungszeit gelesen werden. Das zeigt recht deutlich, dass die Propagandaabteilung und die Gestapo die Comics von Hergé nur überflog und sie nicht wirklich auf irgendwelche verschlüsselten Allegorien überprüfte. Ich bin sicher, tief und insgeheim stieß das Hergé auf. Als später Amerika in den Zweiten Weltkrieg eintrat, wiederholte sich das, denn die Nazis in Belgien verboten dann sogleich Tim in Amerika. Und das ist schon ein wenig ironisch, denn Tim in Amerika geht sehr kritisch mit der Kultur in den USA ins Gericht. Und doch gab es gerade am Anfang dieser abgebrochenen Geschichte Stimmungsbilder aus dem Hafen, die Hergé gefielen und die er nicht so schnell aufgeben wollte. So wurde aus dem Öltanker Speedol Star kurzerhand der Frachter Karaboudjan. Hergé behielt das eine oder andere Detail aus der abgebrochenen Handlung und machte sie zum Kern einer neuen Geschichte. Die Krabbe mit den goldenen Scheren beginnt recht unspektakulär und doch ist dieser Beginn ein wenig in die Popart eingegangen. In einer geradezu filmischen Sequenz aus 10 Paneelen stürzt sich Struppi auf eine alte Krabbendose, in der seine Schnauze stecken bleibt. Tim kann ihn befreien und wirft die Dose tadelnd zurück in die Mülltonne. Doch noch am selben Tag begegnet er dem Krabbenetikett ein zweites Mal, als ihm die Schulzes die Hinterlassenschaft eines toten Matrosen zeigen, der aus dem Meer gefischt wurde. Auf dem abgerissenen Stück Papier entschlüsselt Tim das mit Bleistift geschriebene Wort Karaboudjan. Bald schon zeichnet sich eine klare Spur ab. Die Karaboudjan ist ein Schiff im Hafen und der tote Seemann war dort angeheuert. Tim und die Schulzes begeben sich auf das Schiff, das zum Glück noch immer vor Anker liegt. Hier zeigt sich ein tintinologisch interessantes Detail. Brüssel hat keinen Seehafen. Es ist eine Stadt im Binnenland. Hätte Hergé nun geografischer Korrektheit Vorrang gegeben, hätte Tintin erstmal mit einem Auto nach Brügge oder Antwerpen fahren müssen. Das hätte die Handlung unnötig kompliziert. Denn hier zeichnet sich ohnehin ein großer Schritt ab zu einer Art Universalisierung von Tim und Struppi. Dies soll keine echte, reale Stadt mehr sein. Es ist eine Stadt genauso real wie Entenhausen oder Metropolis. Wenn wir heute sagen, dass Tintin in der Labradorstraße in Brüssel gewohnt hat, so ist es vorrangig unsere Projektion. Hergé hat, abgesehen von den allerersten Abenteuern, nie versucht, Tintin als einen stolzen Belgier zu präsentieren. Er fand es viel interessanter, dass die Menschen es so empfinden, dass Tim da heimisch ist, wo die Leser selbst herkommen. Deswegen fühlen es alle Briten so, dass Marlin Spike Hall irgendwo in England steht, während Schloss Mühlenhof eher so anmutet, als stünde es irgendwo in Baden-Württemberg. Und möglicherweise war dieser Schritt ebenfalls der Okkupation geschuldet, denn Hergé hatte natürlich nicht vor, bei seinen aktuellen Stadtansichten all die neuen deutschen Straßenschilder zu übernehmen. An Bord der Karaboudjan lernen wir nun ganz offiziell den ersten Offizier Allen kennen, einen zentralen Bösewicht des Tintin-Universums. Wir sind ihm schon einmal begegnet, in der überarbeiteten Version von Die Zigarren des Pharaos. Doch damals hatten sich Tim und Allen nicht gegenübergestanden und so ergibt es Sinn, dass sie sich hier an dieser Stelle gar nicht kennen. Während sich die Schulzes gewohnt zum Narren machen, wird in der Zwischenzeit Tim überwältigt und mit Struppi als Gefangener im Laderaum der Karaboudjan verstaut. Das Schiff läuft dann aus. Tim kann sich während der Fahrt befreien und entdeckt, dass die gelagerten Holztruhen mit Krabbendosen gefüllt sind, doch als er eine von ihnen öffnet, um seinen Hunger zu stillen, muss er feststellen, dass die Dose randvoll mit Opium ist. Allen ist in Wirklichkeit ein Drogenschmuggler. Nun folgt eine berühmte Szene, in der Tintin mit Hilfe eines Seils und einiger Bretter außen an der Schiffshülle auf ein höheres Deck klettert und durch ein Bullauge in die Kabine des volltrunkenen Kapitäns hereinpoltert. In diesem Augenblick fügt Hergé dem Tim und Struppi-Mosaik einen Stein von zentraler Bedeutung hinzu. Und die protagonistische Effektivität von Kapitän Haddock und seine sofortige Popularität bei den Lesern machte den bärbeißigen Seemann fortan unverzichtbar. Eine Geschichte ohne ihn würde es nicht mehr geben. Haddock ist aus vielen Gründen ein spannender Charakter und einige der Gründe habe ich bereits am Ende der vorangegangenen Episode erläutert. In seiner persönlichen Entwicklung ist Haddock geradezu auf der Überholspur. Etwas, das man ihm vielleicht gar nicht zutrauen würde, denn der alte Säufer wirkt nicht wie jemand, der allzu flexibel wäre. Doch er ist ein Späteinsteiger im Tim und Struppi-Universum und so gestaltet ihn Hergé mit einer recht hohen Oktanzahl. In Die Krabbe mit den goldenen Scheren ist er noch ein recht hoffnungsloser Alkoholiker, dessen Sucht unentwegt Tim neue Stolpersteine in den Weg legt. Doch in den kommenden Geschichten erleben wir ihn als einen Kapitän AD, der eine Wohnung in derselben Stadt hat, Tim fröhlich mit Ahoi begrüßt und ihm abenteuerlustig zur Seite steht. Doch nicht lange danach wird er schließlich zum Hausherren von Schloss Mühlenhof. Von da an entwickelt der gute Kapitän eine neue Passion für die kleinen Freuden im Leben. Haddock möchte nicht mehr durch die Welt rasen, er möchte Morgenspaziergänge machen und dabei ein gutes Pfeifchen rauchen. Dass die Protagonisten dennoch vom Abenteuer eingeholt werden, erschafft eine neue Spannung und Reibungsfläche. Haddock wird somit bald zu einem Reluctant Hero, einem Helden wider Willen. Und auch dann ist seine Entwicklung nicht gänzlich abgeschlossen, denn Haddock beginnt bald neue Manierismen an den Tag zu legen. Er kultiviert gerne den Lifestyle eines Aristokraten, kauft sich ein Monokel, versucht sich erfolglos an der Reiterei. Doch Matrosen sollten keine Pferde reiten. Ich weiß, wovon ich spreche. Mein Vater war Seemann. Dann hat er es mit der Reiterei probiert und dann hat er sich komplett das Genick gebrochen. Er lebt, aber mit allerlei Titanschrauben in den Halswirbeln. Die Wunder der modernen Medizin. Ich erzähle das alles deshalb, um zu zeigen, dass Haddock nicht aus demselben Guss ist wie Tintin. Tim ist diese unveränderliche Figur, die geradezu ein unbeschriebenes Blatt darstellt. Tintin ist in allen Geschichten dieselbe Person. Seine Wesenszüge sind absichtlich fast unscheinbar, denn er ist eine Projektionsfläche für die jungen Leser. Tintin ist fast wie eine Maske, die sich jeder aufsetzen kann, um selbst 62 Seiten lang Tintin zu sein. Und Tintin ist auch gänzlich asexuell, er sieht keinen Frauen hinterher. Dadurch ist Tim und Struppi immer auch recht populär bei Mädchen gewesen, obwohl er derartig seine Wurzeln in der Boy Scout-Kultur hat. Eine Leserin kann sich genauso gut mit Tintin identifizieren, denn auch in seinen draufgängerischsten Momenten repräsentiert er kein Machismo. Er ist weder James Bond noch Han Solo, er ist eben Tintin. Er ist der gänzlich universelle Gute, ohne Schatten und ohne Grauzonen. Doch bei Haddock wollte Hergé keinen Charakter erfinden, der, so wie Tintin, in einem quasi gefrorenen Zustand existiert. Das wäre auch sehr unpraktisch gewesen, denn wir lernen hier, in Die Krabbe mit den goldenen Scheren, Haddock in einer Verfassung kennen, die extrem anstrengend ist. Er ist ein cholerischer Alkoholiker, der zu Gewaltausbrüchen neigt und dessen Sauferei unentwegt Probleme schafft. Das mag 1 oder 2 Hefte lang witzig sein, doch Hergé erkannte zügig, dass das schnell auf die Nerven gehen kann. So hat er es verstanden, Haddocks Anwandlungen zu dimmen. Die Lust auf den Alkohol ist bei Haddock allgegenwärtig und Ausrutscher sollte es in der Zukunft mehr als genug geben. Doch fortan wird er sich zumindest bemühen, trocken zu bleiben. Anstelle des Alkohols rückt dessen grundsätzliche Dünnhäutigkeit in den Mittelpunkt des Haddock-Humors. Denn der Kapitän hat eine gewisse Vorstellung davon, wie eine Welt beschaffen sein sollte, in der alle zufrieden sind. Doch er muss unentwegt am eigenen Leib erfahren, dass die Welt bei dieser Vorstellung einfach nicht mitmacht. Haddock wird fortan zu einem Afficionado der alltäglichen Gemütlichkeit. Ein Pfeifchen, ein Fußschemel und der gute Butler Nestor, der ihm den Whisky serviert, das ist alles, was Haddock noch zum Glück braucht. Doch dafür hat er sich den falschen besten Freund ausgesucht. Denn in Tintins Welt wird ihm diese Gemütlichkeit selten vergönnt. Und dies ist letztendlich die Quelle ständiger Spannung und tollen Humors, der fortan diese Geschichten beherrscht. Haddock reflektiert die Welt, wie sie wirklich ist. Tim dagegen zeigt die Welt, wie wir sie bräuchten, wie wir sie gerne hätten. Wir alle brauchen eine Welt, in der ein mutiger Junge das Gute siegen lässt. Doch was wir in Wirklichkeit bekommen, sind Wutanfälle am Flughafen. Eben die Welt eines Kapitän Haddock. Kapitän Haddock ist übrigens nicht unumstritten. Hier ist ein Artefakt aus meinem Archiv. Die Gesellschaft für bedrohte Völker, abgekürzt GfBV, führte in ihrer Verbandszeitschrift im Jahr 1999 eine Kampagne gegen Kapitän Haddock mit der Überschrift „Ist Kapitän Haddock ein Rassist?". Dem angehängt war auch eine Kampagnenpostkarte an den Carlsen Verlag mit der Aufforderung, rassistische Ausdrücke aus den Haddocks Schimpftiraden zu entfernen. Haddocks Schimpfen ist eine Kultur für sich und entstand augenzwinkernd durch intensive Einsätze von Fremdwörterbüchern. So wurden gerade Fachbegriffe wie Mollusken oder Troglodyten zu typischen Haddock-Beschimpfungen. Hier galt es eben, echte Vulgarität mit einem absurden Fremdwort zu ersetzen. Aber es gibt im Haddock-Vokabular eben auch Ausdrücke wie Kanaken, Hottentotten oder eben das Zigeunerpack. Wie ist meine Haltung hierbei? Nun, auch hier nehme ich davon Abstand, mich von dem Sachverhalt polarisieren zu lassen. Auf der einen Seite bin ich der Meinung, dass die Gesellschaft für bedrohte Völker größere Aufgaben hat, als sich an Haddock abzuarbeiten. Ich halte das also für Rabulistik. Und fairerweise muss man auch sagen, dass dies keine allzu relevante Kampagne war und ich bezweifle, dass der Carlsen Verlag hierbei die Druckpressen neu angeworfen hatte. Ich bin auch der Meinung, dass man nicht in einer überzüchteten politischen Korrektheit die Gehirne unserer Kinder in einem derartigen Reinraum beschützen muss. Die Idee, dass ein Kind in einem Heft Zigeunerpack liest und hiervon kausal zu einem lebenslangen Rassisten heranwächst, ist absurd. Das klingt fast, als würde man der Nachfolgegeneration so gar nichts zutrauen. Und das ist insofern amüsant, als dass meine Generation oder die Generation meines Vaters mit derartig stärkeren und gesellschaftlich sanktionierten Rassismen aufgewachsen ist und gelebt hat, dass diese Nichtigkeit mich nicht gerade hinter dem Ofen hervorlockt. Auf der anderen Seite möchte ich aber dieses hier dazu sagen. Würde Hergé noch leben und wäre ihm diese Petition in die Hände gefallen, er wäre der Erste, der sich dafür stark gemacht hätte, dass diese Ausdrücke ausgetauscht werden. Und es mag schon sein, dass dies bei ihm nicht allzu sehr vom Herzen käme, sondern eher opportunistisch motiviert wäre. Doch Hergé hatte sein ganzes Leben lang unentwegt rückwirkend Veränderungen an Tim und Struppi vorgenommen, wann immer da aus einem bestimmten Land eine Beschwerde kam. Hergé hatte da kein Problem damit, etwas auszutauschen. Denn letztendlich, wenn Kapitän Haddock Zigeunerpack schreit, so ist es keineswegs die Essenz dessen, was Haddock oder Tim und Struppi im Allgemeinen ausmacht. Wenn also Carlsen auf die Petition reagiert hätte und die rassistisch anmutenden Ausdrücke ausgetauscht hätte, hätte ich es auch okay gefunden. Es hätte für mich wenig Unterschied gemacht. Und doch, vielleicht noch einen dritten Gedanken zu dem Haddock-Problem. Ja, es sind eindeutig rassistische und unbedachte Ausdrücke im Spiel. Und daran können wir auch sehen, dass es noch nicht so lange her ist, als es legitim war, jemanden als Zigeunerpack zu bezeichnen, während wir heute hoffentlich eine deutlich differenziertere Haltung gegenüber den Roma einnehmen. Und das ist übrigens auch Hergé zu seiner Lebzeit nicht entgangen. Als er in seinem Spätwerk Die Juwelen der Sängerin, die Partei der Zigeuner, der Ausdruck Roma war damals leider noch nicht sehr bekannt oder verbreitet, ergreift. Es ist somit nicht so, dass Hergé hierbei gar keine Selbsterkenntnis besessen hatte. Er verstand auch die soziale und kulturelle Veränderung um ihn herum und verstand ebenso, dass er unweigerlich ein Relikt der alten Zeit war und damit auch klarkommen musste. Und damit stellt sich die Frage, ob es für uns alle nicht wichtig ist, dass wir uns den Dingen auch so stellen, wie sie damals waren. Vielleicht ist es wichtig, dass wir genau sehen, wie Haddock rassistisch schimpft. Wir müssen ihn dafür nicht loben, doch wir sollten vielleicht lernen zu tolerieren, dass er ein unvollkommener Charakter ist. Er ist eine Gestalt, die ein Leben lang in den Häfen dieser Welt gelebt hat. Dass man ihn wegen einem Dutzend unkorrekter Ausdrücke gänzlich verwerfen möchte, wie es der eine oder andere Journalist von Zeit zu Zeit tut, ist ein Zeugnis für die Absurdität dieser Ära, in der wir leben, wo jeder, der sich irgendwo einen Fehlgriff leistet, für immer von der Gesellschaft marginalisiert wird, da man ihm noch 20 Jahre später irgendwelche Webseiten-Postings unter die Nase reiben kann. Das aber ist keine Art zu leben. Und Kapitän Haddock mag seine verbalen Entgleisungen haben, doch an Dutzenden und Dutzenden Stellen beweist er, dass er ein viel größeres Herz hat als jeder von uns und insbesondere jene Leute, die sich über ihn in der Presse beschwören möchten. Er ist tausendmal humanistischer als wir, denn im Gegensatz zu den meisten von uns stellt er seinen Humanismus auch wirklich unter Beweis. Kapitän Haddock ist kein geschwätziger Gutmensch, dessen Humanismus ausschließlich mit den Daumen auf dem Smartphone praktiziert wird. Kapitän Haddock handelt. Und das ist vielleicht etwas, das man im Hinterkopf behalten sollte, bevor man sich in rabulistischer Manier an Details abarbeitet. Doch zurück zur Handlung. Tim schafft es, von der Karaboudjan aus einen Funkspruch an die Schulzes loszuschicken. Danach können sich Tim, Struppi und Haddock nachts in einem Rettungsboot absetzen und rudern zur spanischen Küste. Ein Vorhaben, das Kapitän Haddock vereitelt, da er in den Bordschränken des Boots eine Flasche Rum findet und sich, während Tim schläft, besinnungslos betrinkt und das Boot kentert. Die Handlung bleibt rasant und schlägt die beiden ungleichen Gestalten schließlich ans Land, wo sie feststellen müssen, dass sie nicht in Spanien, sondern in Marokko aufgeschlagen sind. Während sich also der erste Akt der Geschichte in der heimatlichen Stadt ereignet hatte und der zweite Akt ein inzwischen vertrautes, maritimes Thema besitzt, ist der dritte Akt der Wüste gewidmet. Hier erleben wir die Wüstenfestung Afkar, in der französische Truppen stationiert sind, vielleicht die Fremdenlegion. Dieser Abschnitt wurde von den frankophonen Lesern damals besonders geschätzt. Erschuf er durch die Illusion von bestehender militärischer Präsenz in Afrika, ein Zustand, der zu diesem Zeitpunkt in der wirklichen Welt nicht mehr bestand. Und ein Sachverhalt, der ein Jahr darauf in dem Film Casablanca aufgearbeitet werden sollte. Wir erleben auch eine richtige Wüstenschlacht mit räuberischen Beduinen, bis uns die Handlung schließlich zum letzten Akt führt. Hier platziert Hergé eine neue, erfundene Stadt auf die imaginäre Karte der Tim und Struppi-Abenteuer, die maghrebinische Hafenstadt Bagghar, an der marokkanischen Küste. Hier laufen uns wieder die Schulzes über den Weg, die Tims Funkspruch erhalten hatten und nun auf der Suche nach der Karaboudjan sind, die jedoch verschwunden ist und für gesunken gehalten wird. Das letzte Viertel der Geschichte spielt sich somit in der Atmosphäre der nordafrikanischen Kasbah ab. Man spürt in den Zeichnungen die Hitze der hellen Mauern und fühlt die Orientierungslosigkeit in den verwinkelten Gassen. Und doch muss man auch kritisch anmerken, dass bei der Darstellung von Bagghar spürbar ist, dass Hergé es eilig hatte, für Le Soir so schnell wie möglich eine Geschichte zum Abschluss zu bringen. Die Architektur der Stadt macht durchaus Spaß und doch ist sie stellenweise etwas generisch und verzichtet auf Details. Es ist auch unübersehbar, dass Hergé bei diesem Projekt keinen arabischen Pendant zu Zhang Chongren an seiner Seite hatte, so kommt die generelle Authentizität dieser maghrebinischen Stadt ein wenig zu kurz. Hergé schöpfte hier aus seinem immer weiter wachsenden Archiv aus Zeitschriftenfotos, die er penibel sammelte. Interessant ist auch der Auftritt des japanischen Ermittlers Bunji Kuraki von der Kriminalpolizei in Yokohama. Hier macht Hergé deutlich, dass er keinen fundamentalen Groll gegen die japanische Bevölkerung hegt, deren Armee ja in Der Blaue Lotus so schlecht weggekommen ist. Nun könnte man an dieser Stelle aber auch spitzfindig sein und den Auftritt von Bunji Kuraki anders deuten. Am 27. September 1940 hatten die drei Mächte Deutschland, Italien und Japan ihren Achsenvertrag unterzeichnet. Bunji Kuraki hätte genauso gut eine halbherzige Geste Hergés sein können, die Zensoren bei Laune zu halten. Doch das ist Spekulation. Die Krabbe mit den goldenen Scheren ist eine einfache Geschichte, etwas hastig konzipiert, aber dafür voller Charakter und Inspiration. Sie ist sehr rasant und spart nicht mit Abenteuer und tollen Ansichten. Doch die Komplexität von Der Blaue Lotus oder König Ottokars Zepter sucht man hier vergebens. Wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, dass Hergé seine Geschichten kürzen musste, da sie in ihrem Schwarz-Weiß-Original rund 130 Seiten lang waren, Castremont aber wegen strenger Papierzuteilung während des Krieges nur 62 respektive 64 Seiten bedrucken wollte. Bei der Krabbe mit den goldenen Scheren lag der Fall nun umgekehrt. Durch die etwas hastigen Produktionsumstände in Le Soir entstand so eine Handlung, die zum ersten Mal etwas zu kurz war. So musste Hergé den Inhalt ein wenig aufblähen. So ist diese Farbausgabe ungewöhnlich großzügig mit der Paneelgröße und wir haben zum ersten Mal ganzseitige Zeichnungen in einem Farbband. Eine Praxis, die bis dahin nur in den Gesamtausgaben der schwarz-weißen Bände verwendet wurde. Die Krabbe mit den goldenen Scheren wurde zuerst schwarz-weiß gezeichnet für die wöchentliche Beilage Soir Jeunesse. Etwas später folgte auch die wöchentliche Publikation in Frankreich, wie immer im Coeur Vaillant, der im Gegenteil zu Le Petit Vingtième die Schließungen der Zeitungen durch die Nazis überlebt hatte. Letztendlich, weil Coeur Vaillant eine reine Jugendzeitschrift war und nicht die Beilage einer Tageszeitung. Leider dauerte die Produktion von Soir Jeunesse nach dem Start von Die Krabbe mit den goldenen Scheren nur noch wenige Wochen, da September 1941 die Papierzuteilung für Le Soir nochmal drastisch gekürzt wurde. Tintin wurde daraufhin direkt in die Zeitung verschoben und musste dann täglich erscheinen, und zwar nur in einer kleinen Doppelreihe, die aus 6 bis 8 winzigen Paneelen bestand. Für Hergé stellte das eine massive Umstellung dar, da er all die Jahre ein gewisses Narrativ entwickelt hatte, das ihm erlaubte, Pointen und Cliffhanger auf der Basis des zweiseitigen Formats zu verwenden. Nun musste er seinen Stil gänzlich modifizieren, um dem täglichen kurzen Strip gerecht zu werden. Dies mag aber auch eine Erklärung dafür sein, weshalb sich die Handlung zwar etwas straffer als sonst anfühlt, aber letztendlich auch etwas einseitiger und linearer ist. In einem täglichen Fortsetzungsstrip in einer Zeitung begibt man sich in der Regel nicht in zu umständliche Exposition oder in zu verzweigte Handlungen, da sie für den Leser der Tageszeitung nur schwer nachvollziehbar erscheinen. Auch sollte man einige Worte über die Nachkriegskorrekturen dieser Geschichte verlieren. So ist diese Version, die die meisten von uns kennen, interessanterweise bildtechnisch die amerikanische Korrekturversion. Der amerikanische Verlag Western Publishing hatte sich in den 60er Jahren erstmal entschieden, testweise König Ottokars Zepter und Die Krabbe mit den goldenen Scheren herauszubringen. Für das letzte verlangte man jedoch Korrekturen, die ich sehr interessant finde. Naja, es ist ja normalerweise so, dass einige dieser berühmten Änderungswünsche in der Nachkriegszeit, und wir hatten darüber jetzt schon mehr als ausführlich gesprochen, damit zu tun hatten, dass man einige Darstellungen quasi als etwas rassistisch oder zumindest als unsensibel empfunden hatte. Hier ist der Fall allerdings genau umgekehrt. Die Amerikaner haben Veränderungen verlangt, die eher deutlich machten, dass der amerikanische Verlag recht rassistisch war. In Allans Drogenschmuggler-Gang gab es auch Afrikaner. So gibt es da Szenen, die zeigen, wie einer dieser Handlanger den gefesselten Kapitän Haddock prügelt. Da wurde gefordert, dass dies durch einen Asiaten ersetzt wird. Man wollte damals in den frühen 60er Jahren noch keinen Afrikaner in einer Schiffsbesatzung sehen. Noch irrwitziger war die Forderung nach einer Senkung von Kapitän Haddocks Alkoholkonsum, als ob Tintin, dem geplagten Kapitän, damit nicht schon genug in den Ohren liegen würde. Es ging um die Szene in dem Rettungsboot. Im Original leert Haddock 2 Flaschen Rum. Die Amerikaner baten Hergé, es auf nur eine Flasche zu reduzieren. Bevor ich nun auf meine Lieblingsframes aus dieser Geschichte eingehe, sollte ich ein Panel erwähnen, das Hergé selbst benannt hatte, als man ihn danach fragte. Hergé hatte eine ganz bestimmte Zeichnung in Der Schatz des Rackham des Roten als seinen persönlichen Lieblingspanel hervorgehoben, doch über diese Zeichnung hier in Die Krabbe mit den goldenen Scheren zeigte er sich ebenfalls sehr zufrieden. Er mochte die Idee, dass hier zwar eine Gruppe Menschen gezeigt wird, die alle fast gleichzeitig in die Flucht geschlagen werden, doch ihre Bewegungen sind zugleich wie die Phasen einer einzelnen Gestalt, die eben aufsteht und zu rennen anfängt. Hergé mochte diese Art von innerer visueller Logik. Nun zu meinen Favoriten in diesem Heft. Erstens. Tim und Struppi klettern während der Nacht an einem Seil auf ein höheres Deck, sozusagen wenige Augenblicke bevor Tintin Kapitän Haddock kennenlernt. Zweitens. Diese Zeichnung finde ich besonders toll. In der Kasbah von Bagghar verlieren sich Tintin und Haddock aus den Augen. Der Kapitän sucht ihn stundenlang und endet schließlich melancholisch in einer Hafentaverne, wo er sich, wie auch anders, mit Wein abfüllt. Drittens und schließlich das Bild der Karaboudjan, während sie vom Tintin zum ersten Mal entdeckt wird. Achtung, dies dürfte möglicherweise mein Lieblingspanel aus allem Tim- und Struppi-Material sein. Nagelten mich daran nicht fest, doch ich würde dazu neigen, es als die ultimative Nummer 1 zu benennen. Das Bild hatte, wie so oft bei Hergé, ein fotografisches Vorbild. Hinzu kommt, dass es sich um eine Überarbeitung eines älteren Bildes handelt, das im vorangegangenen Jahr Hergé bereits für die abgebrochene Geschichte um den Öltanker Speedol Star verwendet hatte. Damals erschien es auf der Titelseite einer der allerletzten Ausgaben von Le Petit Vingtième, bevor der Laden dicht gemacht wurde. Ich kann gut verstehen, dass Hergé nicht zulassen wollte, dass dieses großartige Bild unter den Tisch fällt und nie in einem Customer-Band erscheinen würde. Das ist Hergé in seinem besten Stil, in einer makellosen Ausführung und einer großartigen Atmosphäre. Ich bin nach all den Jahrzehnten von diesem Bild immer noch begeistert, wie man unschwer erkennen kann. Ich bewerte diese Geschichte mit 4,5 Sternen. Die Krabbe mit den goldenen Scheren vereint die beiden populärsten Umgebungen der Tintin-Abenteuer, das Meer und die Wüste. Da nun die politische Dimension aus der Handlung gänzlich herausgefiltert wurde, konzentrierte sich Hergé auf die Charaktere. Den neuen Bänden hat das gut getan und das ist bereits bei Die Krabbe mit den goldenen Scheren spürbar. Natürlich ist dieser Band vor allem dadurch bekannt, dass wir hier das erste Mal Kapitän Haddock treffen. Eine leichte Schwäche besteht in dem eher oberflächlichen Handlungsverlauf, geschuldet den stark eingeschränkten Produktionsumständen. Doch dafür ist diese Geschichte außerordentlich kurzweilig. Und die erste Begegnung von Tim und Haddock und ihre anschließende Flucht von der Karaboudjan ist ja inzwischen schon ein legendäres Element der Comickultur. Es verwundert somit nicht, dass Spielberg und Jackson es bei ihrer Hollywood-Verfilmung von Das Geheimnis der Einhorn diesen Band entrissen haben, um es dort dran zu kleben. Ich habe nun versucht, in dieser begrenzten Zeit die Umstände der Entstehung dieser Tintin-Ausgabe zu beleuchten. Es hätte viele Aspekte gegeben, die detaillierter Erwähnung verdient hätten, doch irgendwann muss man auch auf die Uhr blicken und einen Schlussstrich ziehen. Natürlich würde mich auch interessieren, wie du als Zuschauer dieser Videoepisode Hergés Rolle in den Jahren 1939 und 1940 ansiehst. Ob du sein Bedürfnis nach der Fortsetzung seiner Karriere trotz der Okkupation verstehen kannst, oder ob du ihn doch als einen Kollaborateur ansiehst. Oder ob du, wie ich es tue, darin keine zu klaren Grenzen ziehst. Ich zumindest versuche, ein Gleichgewicht zu finden zwischen Verständnis und durchaus berechtigter Kritik. Doch Hergé muss kein Heiliger sein, um tolle Tim und Struppi-Geschichten zu erschaffen. Ich möchte zum Abschluss dieser Videoepisode ein Foto einblenden, das eine echte Rarität ist. Es ist ein seltenes Farbfoto aus jenen Monaten, über die ich hier so langatmig gesprochen habe. Aufgenommen wurde es ausgerechnet in Boisfort, jener Vorstadt, in die Hergé ein Jahr zuvor hingezogen war. Man kann einen Zeitungsstand der ultrarechten Zeitung Périel sehen, für die Hergé damals nicht arbeiten wollte, als ihn Léon Degrelle bei Vingtième Siècle abwerben wollte. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.